Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich bin Alexandra und ich habe heute wieder einen ganz interessanten Interviewgast, die Naria. Und ihr wisst ja, momentan ist mein Thema die Gaben der Menschen oder ich sag mal die Aufgabe des Lebens, der Seelenplan der Menschen. Und darüber möchte ich natürlich auch heute gerne mit Naria sprechen. Aber erstmal möchte ich Sie natürlich bitten, sich vorzustellen, damit ihr sie auch kennenlernen könnt. Und dann gehen wir mal ganz gechillt und entspannt in die Fragen über und schauen mal, wo es hingeht. Also, liebe Naria, bitte stell dich doch mal vor. Danke, liebe Alexandra, und ein Moin Moin an alle lieben Zuhörer. Ich bin Naria und mit Thomas leite ich zusammen die Naria Akademie. Und wir leben im Bereich von Cuxhaven in diesem wunderschönen norddeutschen Land und dort haben wir auch unsere Praxis. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und auch schon mal vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute die Zeit genommen hast mit mir, also dass ich dir Fragen stellen darf über dein Leben. Darum geht es ja für mich jetzt auch. Ich weiß, du hast ja auch eine Gabe, haben wir eigentlich alle, ne? Manche haben sie mehr entwickelt oder manche haben sie erkannt, manche eben noch nicht so erkannt. Wie war denn überhaupt dein Lebensweg oder wie kamst du denn überhaupt auf diese ganzen Themen oder der Gründung deiner Akademie? Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen. Ich nehme euch gerne mit auf meine Reise. Eigentlich, lieber Alexander, ich war irgendwie schon immer anders und habe merkwürdige Fragen gestellt. Das kennt der eine oder andere ja auch. Mit 10 Jahren wurde ich leider vollwaise. Meine Eltern haben diesen Planeten verlassen und dann bin ich sozusagen aus dem gut behüteten Häuschen rausgehüpft. Ich habe eine sehr schwere Schule dann hinter mir gelassen und bin dann in die Ausbildung gegangen. Und dann habe ich, glaube ich, war 24 oder so, einen wundervollen Menschen kennengelernt, mit dem ich dachte, boah, mit dem möchte ich jetzt alt werden. Und wie das dann so ist, dann kommen dann irgendwann auch Kinderwunsch dazu. Und nach der Geburt meiner zweiten Tochter wurde ich sehr schwer krank. Und es war eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt wirklich richtig zum Arzt gegangen bin. Ich kannte damals Krankheit eigentlich überhaupt nicht. Und mein Rücken erstarrte. Und zunächst hieß es dann, ach, die beiden Geburten so eng hintereinander, das war irgendwie zu viel und sie stillen eigentlich viel zu lange. Naja, was man da alles so zu hören kriegt. Viele, viele Ärzte, viele Medikamenten, die zu nichts geführt haben. Bis dann tatsächlich die Diagnose kam, wir können dir nicht mehr helfen, egal ob wir operieren oder nicht. Du landest eh im Rollstuhl, also wir bestellen jetzt einen Rollstuhl für mich. Ja, und das war einer meiner größten Herausforderungen in meinem Leben, weil ich wollte ja jetzt Mutter sein und dachte, wow, jetzt geht das Familienleben los. Und es ging überhaupt nicht los, weil ich ja nun im Rollstuhl saß und ich hatte wirklich wahrhaft schlimme Schmerzen. Und es kam wirklich der Zeitpunkt, obwohl ich Kinder hatte, dass ich gedacht habe, das schaffst du nicht. Und in einer dieser absolut tiefsten Tälen hörte ich jetzt plötzlich auch immer noch Stimmen und ich dachte, ja, jetzt ist echt vorbei, ne? Also viele Tabletten und wie kann das angehen? Aber irgendwann, heute würde ich sagen, es waren Meditationen, was ich gemacht habe damals. Ich habe null Ahnung von diesen Dingen gehabt. Habe ich gemerkt, die Stimme kommt überhaupt nicht aus dem Kopf. Wo kommt die eigentlich her? Die kommt aus dem Herzen. Und dann dachte ich mir, ja, was aus dem Herzen kommt, das kann ja eigentlich nicht so verkehrt sein. Ich habe drauf gehört und ich habe erfahren, dass das Christus Emmanuel war. Ich darf ihn so ansprechen. Viele nennen ihn Yasananda, Jesus Christus, unterschiedlicher Ebene. Ich darf mit ihm auf Seelenebene arbeiten. Deshalb hat er mir dann später auch den Namen Naria gegeben. Daraus resultiert dieser Name. Er hat mich zusammen mit Lady Nada aus diesem Rollstuhl quasi herausgeführt. Er hat mir Selbstheilung gezeigt.
Und als großes Dankeschön habe ich ein Versprechen abgegeben. Und ich weiß, man soll mit Versprechen ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ihr das schafft, wenn ich Familie wieder leben kann, wenn ich tatsächlich für meine Kinder wieder da sein kann, dann werde ich mein Leben ändern. Und ich habe es geändert und ich ändere es immer noch jeden Tag. Ich bin immer noch weiter in der Ausbildung mit der geistigen Welt. Und daraus ergab sich das eben, dass ich dann angefangen habe, mit Energie zu arbeiten. Wow, was eine Geschichte. Lange Geschichte, kurz gefasst, muss ich sagen. Und du hast gesagt, du warst noch sehr jung, ne? Also um die 20 rum, wo du diese Diagnose bekommen hast. Das muss ja dir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Ja, Ja. im wahrsten Sinne des Wortes, Alexander. Und also ich stelle mir das extrem vor. Ich meine, ich habe ja auch meine eigene Geschichte. Ich meine, du weißt das ja auch, bei mir geht es auch schon seit meiner Kindheit. Und du hast erzählt, dass du mit 10 Jahren hast du noch Geschwister. Nein. Das heißt, du warst, so wie du gesagt hast, vollwaise mit 10 Jahren. Und Genau. bist du dann haben dich dann deine Großeltern erzogen? Oder wer bist du dann zu Pflegeeltern gekommen? Und weil gerade wenn man dann so erstmal so gesundheitliche Herausforderungen hat, aber dann auch so Erfahrungen gemacht hat, was spiritueller Hinsicht jetzt anbelangt, ist es ja dann auch schwierig mit, ich sag mal, Großeltern oder Pflegepersonen, also mit Pflegeeltern oder so darüber zu sprechen. Wie ist das dann da gewesen? Also ich stelle mir das ganz schwierig vor. Ja, das war auch total schwierig für mich, weil ich bin nach Hause gekommen aus der Schule und okay. Ja, also das war wirklich auch eine sehr, sehr schwere Lernaufgabe. Heute würde ich das so bezeichnen. Und ein Wunder, dass ich nicht damals auch mitgegangen bin. Es gab keine Großeltern. Meine Eltern waren schon lange auf diesem Planeten und ich war so ein bisschen der Nachzügler. Und ja, das Jugendamt, wie immer so, hat sich dann eingeschaltet und ich bin zu einer Dame gekommen, zu einer Pflegevormundsfrau, so muss ich das sagen. Und dort habe ich mich natürlich komplett abgekapselt. Aber ich habe einen Lichtblick gehabt nach der Ausbildung. Ich wollte eigentlich immer natürlich Jura studieren. Klar, wenn man sowas hinter sich hat, dann möchte man auf dieser Ebene auch den Menschen helfen. Das war aber damals nicht so einfach. Es gab auch noch kein BAföG. Das waren ja total andere Zeiten. Und ich habe dann bei der Bundesbahn angefangen, die Ausbildung zu machen. Und glücklicherweise, wie das so mit Fügungen ist, du kennst das ja, hat die Bundesbahn gesagt, ja, aber du musst in Frankfurt anfangen zu arbeiten. Und dann war ich. Glücklicherweise muss ich heute sagen, aus dieser Kleinstfamilie wurde ich herausgenommen, dadurch die Ausbildung. Und ja, und dann konnte ich meinen Weg gehen. Aber es Und stärkt ja. einen ja auch. Also ich, wie gesagt, ich kann das ja von mir aus sagen. Ich hatte natürlich meine Eltern immer an meiner Seite, aber es war ja auch immer schwierig durch meine Gabe, die ich ja habe. Ja, sage ich jetzt mal, also die Prophetieträume und natürlich auch die Seelenaufgabe der Menschen zu erkennen, was mir in meinem Alter noch gar nicht so bewusst war, das ja erst jetzt, ich sag's mal, nach 50 Jahren erkannt habe. Also ich stelle mir das alles wahnsinnig vor, so einen harten Weg, weil wie gesagt, ich kenne das auch, für mich war das auch ein harter Weg. Ich habe mich auch immer alleine gefühlt, weil meine Mutter mich auch nicht anerkannt hat als ihr Kind und mein Vater natürlich da auch sehr mit zu kämpfen hatte. Ja, die Anerkennung, ne? Also ich war zwar das einst Kind, aber auch nicht mit 17 muss ich mir eine Wohnung suchen, weil wir uns absolut nicht verstanden haben. Also meine Mutter mich auch nicht verstanden hat. Und ja, mein Vater hat halt gemeint, es ist besser, ich ziehe aus, als er sich von meiner Mutter trennt. So war das halt damals auch. Wie gesagt, waren ja andere Zeiten. Und du bist ja noch,
ein paar Jahre älter als ich. Das waren noch mal wieder ganz andere Zeiten, aber halt auch schwierig. Heutzutage ist es halt mit solchen Themen einfacher umzugehen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, weil es Ja. anerkannter ist, ne? Aber damals war es halt Ja, sehr schön. schwierig, ne? Das stimmt, Und genau. hast du das dann, du hast ja gesagt, du hast zu deinem Geistführer sozusagen Kontakt. Die haben mit dir Kontakt aufgenommen. Das ist Genau. ja immer so. Also viele sagen, okay, man kann da so ganz einfach Kontakt zu seinen Geistführern aufnehmen. Das ist aber gar nicht so einfach. Meistens ist es ja so, oder überwiegend ist es so, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen, weil wir brauchen eine bestimmte Schwingung, Genau. die wir an ihnen oder sie an uns anpassen müssen, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Wie ist denn deine Erfahrung da gewesen? Wie waren denn da so die Anfänge? Weil du hast gesagt, du hast Stimmen gehört, ne? Das habe ich ja richtig verstanden. Genau. Also ich muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen in dieser Phase, wo ich ja überhaupt gar nicht, eigentlich gar nicht realisieren konnte, dass meine Eltern nun nicht mehr da waren. Auch da, so im Nachhinein, Alexandra, ist es so gewesen, wenn ich darüber noch mal nachdenke, auch da haben schon Kontakte stattgefunden, die ich aber also zwischen 9 und 10 nicht wirklich wahrnehmen konnte. Aber ich merkte immer irgendwie, du bist eigentlich anders. Und dadurch, dass ich dann in die durch diese Pflegevormundsfrau ein Stückchen aufgenommen wurde, sag ich mal, in ihrem Haushalt, war es ja beileibe nicht so, dass sie das verstanden hat, auf welcher Ebene ich mich tatsächlich befinde. Und wenn ich nicht auf irgendeiner tiefen Ebene als Kind das schon gespürt hätte, wäre ich hundertprozentig damals schon aus dem Leben ausgestiegen. Und das ist auch das, was ich den Menschen heute so mitgebe, wenn ich also Klienten habe. Wir spüren alle in uns immer etwas, wenn wir uns dafür öffnen. Aber du musst auch das zulassen. Und das, Alexander, was du gesagt hast mit dieser unterschiedlichen Schwingung, wenn ich dicht bin und wenn ich von Ängsten gepeinigt bin, dann kann sich die geistige Welt nicht zu dir aufmachen. Es braucht einen Schritt des Vertrauens, des Türen aufmachen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich mache das jetzt einfach. Das ist es auch. Also ich habe auch mal in einer außerkörperlichen Erfahrung oder weil ich mich ja mit Träumen beschäftige, beziehungsweise ich sag mal, die geistige Welt mit mir über meine Träume oder über außerkörperliche Erfahrung Kontakt mit mir aufnimmt, weil wir dann eben auch in dieser bestimmten Schwingungen sind, wo es einfacher ist, mit uns in Kontakt zu treten, weil wir ja grobstofflich sind und sie sind ja feinstofflich. Deswegen muss diese Energieübertragung beziehungsweise der Kontakt in einer anderen Sphäre und Dimension stattfinden. Und das ist eben nur möglich, eben wenn man eine ganz tiefe Trance-Meditation hat, ne? So wie du das auch vorhin schon gesagt hast. Und ja, sie haben gesagt, es ist eine wie eine energetische Signatur. Ich habe das schon auch in manchen Videos versucht zu erklären. Es ist schwierig zu erklären. Man kann sich das wie so ein Gitternetz vorstellen. Und wir sind ja alle mit allem verbunden. Also ja nicht nur unter Menschen, untereinander, sondern eben auch mit den Tieren, mit der Natur, mit allem. Und so ist das halt. Also wir sind durch diese Grobstofflichkeit auf Erden gebunden, ne, verankert. Und um eben mit feinstofflicheren Wesen Kontakt aufzunehmen oder dass sie mit uns Kontakt aufnehmen, geht das halt eben nur auf eine andere Schwingungsfrequenz oder Frequenz, wie man das jetzt sagen mag. Also viele sagen 4D, 5D, 6D oder sowas. Das Ja. hat ja nur was mit Dimensionen zu tun, aber Genau. nicht mit einer Frequenzerhöhung. Und Genau. die ist halt nur möglich, wenn wir unseren Verstand, so wie du das gerade gesagt hast, auch, wenn wir unseren Verstand beruhigen oder abschalten, dann können wir eben nur
oder sie können mit uns dann nur Kontakt aufnehmen. Weil sobald uns der Verstand wieder in die Quere kommt, ist das vorbei. Und so ist es eben ja auch bei der außerkörperlichen Erfahrung. Wenn du, viele wollen unbedingt, wenn sie aussteigen aus dem Körper, ihren Körper da liegen sehen und wundern sich dann, warum sie dann so schwer wieder in den Körper zurückflutschen. Weil du dann kommt irgendwie so dieses Gefühl der Angst hoch, weil du ja spürst, alle Sinne während dieser außerkörperlichen Erfahrung, du riechst extrem, du hörst extrem, du spürst und fühlst Sehr extrem, extrem, ne? Also es ist was ganz anderes, als wie wenn du jetzt träumst oder luzid träumst. Genau, das ist halt diese Connections, die man halt dann herstellen kann, also beziehungsweise sie stellen es ja mit uns her. Das finde ich, es ist ganz wichtig, das auch zu betonen. Also auch dieses ganze, ich sag mal, Channeln, wo ich jemand einlade, das ist ja wieder was anderes, als wenn jetzt so wie bei dir das war, dass die geistige Welt mit dir Kontakt aufgenommen Genau, hat. es ist komplett ein Dann, anderer Unterschied. Es sind genau. absolut zwei Wege. Genau, weil dann bekommst du ja die Information von ihnen und oft ist es auch so, ich kenne das ja auch von anderen Menschen, die mir dann auch schon ihre Gabe mitgeteilt haben, ist bei mir ja auch so, dass wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen, das was ganz anderes ist, weil sie machen das ganz sanft und zart und sie wissen ganz genau, wann du in der Lage dazu bist, diese Sachen zu empfangen, die sie dir sagen wollen. Und Channeln ist ja was anderes. Du versuchst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn du mit Verstorbenen zum Beispiel Kontakt aufnehmen willst, Geistwesen mit uns Kontakt aufnehmen. Also das muss man immer so ein bisschen getrennt sehen, ne? Das siehst du auch so, ne? Ich sehe das auch so und das ist voll spannend, dass du das mit diesem Gitternetz da erzählt hast. Ich werde ja auch immer in meiner Praxis gefragt, so wie machst du das denn? Wie funktioniert das denn? Unabhängig dessen, was ich noch als Ausbildung so weitergebe. Und ich erzähle auch immer von diesem Gitternetz. Das ist voll schön, dass du mir das jetzt so spiegelst. Also das muss ich sagen, das finde ich jetzt auch ein tolles Schlusswort. Und ich würde auch sagen, wir belassen es dabei. Wie gesagt, ich habe immer so viele Fragen auch. Ich würde sagen, wir schließen unser Video, unser Gespräch heute einfach mal jetzt ab. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Zuschauer, die auch viele Fragen haben, die sie gerne in den Kommentaren auch stellen können und auch sollen. Das ist immer ganz wichtig. Es wird also noch mehrere Gespräche mit dir geben, liebe Nari, und da freue ich mich schon total drauf. Ich bin jetzt gespannt, was für Kommentare unter diesem Video kommen. Ja, ich auch total. Und wir lassen uns jetzt mal einfach drauf ein. Vielleicht können wir das nächste Mal auch irgendwie so einen Livestream machen und dann direkt mit den ja, Zuhörern, Zuschauern interagieren. Das finde ich immer ganz interessant, weil man dann auch die Energie mehr Ja, spürt. klar, genau. Das ist jetzt halt mal jetzt, sag ich mal, nur ein aufgenommenes Video, aber das tut es ja nicht ab, die Energie. Also ich fand das ganz toll, auch das, wie du das erklärt hast. Und ja, liebe Zuhörer, Zuschauer, ich sag ganz herzlichen Dank, dass ihr uns gefolgt seid bis hierhin. Und ich freue mich aufs nächste Mal, liebe Naria, auf unser nächstes Gespräch. Bis Genau. zum nächsten Mal. Genau, und ich bedanke mich auch ganz herzlich und von meinem Herzen den ganzen Weg zu eurem Herzen. Danke. Bis bald. Danke. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ihr Lieben, ab sofort gibt es die kompletten Videos nur für Mitglieder. Das bedeutet, dass ihr die vollständigen Versionen meiner Videos, Bonusmaterial und viele weitere exklusive Inhalte nur mit einem Premium-Abo sehen könnt. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich euch noch mehr Inhalte bieten möchte und um meine Arbeit zu unterstützen. Ich bin sicher, dass euch die zusätzlichen Inhalte gefallen werden. Vielen lieben Dank für euer Verständnis. Bis zum nächsten Mal hier bei Bewusstsein TV.